Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Es kommen noch viel zu wenige innovative Lösungen beim Patienten an. Das sagt mein heutiger Interviewgast Inga Bergen. Und deshalb zunächst mal herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Das ist die Nummer 4 in diesem Jahr und das zweite Interview, was ich in 2020 führen durfte. Ein wirklich super spannendes Interview und wie ich am Ende des Podcasts auch sagen werde, eine der innovativsten Interviews, die ich bis jetzt geführt habe, weil es eben um das Thema digitale Gesundheit, Digital Health, aber auch Entwicklung im Gesundheitswesen ganz vielen Innovationen gibt. Und Inga ist da wirklich federführend in dem, was sie tut. Und sie ist bis zum Ende des letzten Jahres Geschäftsführerin der Magnosco GmbH gewesen, einer Firma aus Berlin, einem Startup, die sich mit dem Thema Hautkrebsdiagnostik mittels Lasertechnologie und künstliche Intelligenz beschäftigt hat oder wirklich super innovative Lösungen entwickelt haben. Sie war vorher langjährig bei der Welldo GmbH tätig und war als Geschäftsführerin dort tätig und hat die Entwicklung von Gesundheits-Apps in unterschiedlichen Bereichen begleitet und auch mitentwickelt. Sie ist gleichzeitig Sprecherin des Beirats für Ethik und digitale Transformation bei der AOK Nordost und außerdem ist sie Botschafterin für Health 4.0 im Gesundheitscluster Berlin-Brandenburg. Als wenn das nicht schon genug wäre, betreibt sie auch mit ihrer Partnerin und Kollegin Larissa Middendorf den Podcast Visionäre der Gesundheit, den wir hier in den Shownotes natürlich verlinken und den ihr auf jeden Fall auch anhören müsst. Sehr, sehr innovative Lösungen. Freut euch drauf auf ein tolles Interview mit Inga Bergen und wir hören uns gleich wieder im Business Talk Podcast. Ja, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast, ihr Lieben. Ich freue mich ganz besonders, jetzt euch meinen neuen Interviewgast für heute vorstellen zu können, Inga Bergen. Inga, ganz liebe Grüße. Ich weiß, ich habe dich gar nicht gefragt, wo du bist gerade. Ich bin da zu Hause in Potsdam. Ah, in Potsdam, okay. Ja, genau. Ja, und wir steigen ein mit der Einstiegsfrage. Wer ist Inga Bergen? Was macht sie beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, ich bin tatsächlich eine Quereinsteigerin ins Gesundheitswesen und habe in den letzten 6,5 Jahren oder 7 Jahren zwei Unternehmen aufgebaut. Das erste war Welldo. Mit Welldo haben wir als Dienstleister Gesundheits-Apps gebaut. Ich glaube, ja, fast 200 Softwareprodukte im Bereich Gesundheit, ganz viel für die Techniker Krankenkasse, aber auch für große Medizintechnikhersteller, Pharmaunternehmen im Bereich Patientenbegleitung, Coaching, Prävention und so weiter. Und in den letzten Jahren habe ich Magnosco geleitet. Magnosco macht Diagnostik in der Onkologie mit Laserspektroskopie und künstlicher Intelligenz, also wirklich Medizintechnik. Mhm. Und das Unternehmen habe ich jetzt mit dem Einstieg eines strategischen Investors ja in Richtung Beirat verlassen und bin gerade in einer Neugründungsphase im Bereich Gen- und Zelltherapie. Da kann ich aber noch nicht so viel zu sagen. Mhm. Und ja, mein Hintergrund ist eigentlich ein ganz anderer. Ich habe mal Politikwissenschaften studiert. Davor habe ich mal eine Ausbildung als Touristikkauffrau gemacht, also wirklich total bunt. Und bin dann aber nach dem Studium, also ich war beim Auswärtigen Amt, bei der UN und so, das war mir alles etwas zu undynamisch und bin dann sehr schnell in die digitale Welt gekommen und war bei StudiVZ. Weiß nicht, ob du das noch kennst. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also ein deutscher Klon von Facebook. Ja. Und dann in einer Beratung und habe digitale Geschäftsmodelle entwickelt und dann bin ich halt so im Gesundheitswesen hängen geblieben, weil ich etwas Sinnvolles machen wollte und jeder von uns wird irgendwann mal Patient mit hoher Wahrscheinlichkeit und dann ist das natürlich toll, wenn man daran mitarbeiten kann, diese Branche
zum Guten zu verändern, sozusagen. Das war immer so mein Antrieb. Und als ich anfing, mich mit Digitalisierung im Gesundheitswesen zu beschäftigen, gab es da einfach noch nicht so viele Leute, die das wirklich getan haben. Das hat sich ja mittlerweile auch geändert. Mhm. Das freut mich natürlich sehr, diese Entwicklung jetzt auch so mitzubegleiten, aus ganz verschiedenen Perspektiven. Kommen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen näher zu. Eine Sache interessiert mich noch so vom Lebenslauf her, wenn du sagst, du hast viele andere Dinge getan vorher, bist im Grunde sehr breit aufgestellt, will ich fast sagen. Hilft dir das heute in der Medizin? Also wenn du gerade in der Medizinbranche unterwegs bist, viele sagen immer, ja, wir kommen aus unserem normalen Denken in der Medizin nicht hinaus. Also ist es schön, mal von außen auf die Medizin auch gucken zu können? Also, wo ich sehr viel gelernt habe in meiner Karriere sozusagen, war bei einer Beratung namens Fjord, die dann an Accenture auch verkauft wurde, also eine Top-Beratung im Bereich digitale Produktentwicklung. Und damals waren wir somit die Ersten, die Design Thinking gemacht haben. Ich weiß nicht, ob dir das geläufig ist. Mhm. Bei Design Thinking geht es ja darum, dass man denkt wie ein Designer. Und was ich da gelernt habe, ist, dass es eine Zutat von guten Lösungen ist, dass man eine Lösung aus möglichst vielen Perspektiven anguckt. Also aus einer Nutzerperspektive, aus einer Anwenderperspektive, aus der Perspektive aller Stakeholder, also aller Leute, die Berührungspunkte haben. Und das ist ja im Gesundheitswesen sehr komplex. Also es gibt Patienten, es gibt Ärzte, medizinisches Fachpersonal, es gibt die Versicherer, es gibt die Regulatorik, es gibt die pharmazeutische Industrie meinetwegen oder die Medizintechnik, die Leistungserbringer im Allgemeinen. Also es gibt wirklich multiple Stakeholder-Interessen. Und ich glaube, das, was es mir halt sehr leicht macht, ist, dass ich überhaupt nicht verhaftet bin auf eine Perspektive, sondern mich sehr dafür interessiere, alles sozusagen zusammenzubringen, um mich halt auch in keinem Bereich als Experte auskenne, was auch, glaube ich, immer gut ist, wenn man Geschäftsführer ist oder CEO oder irgendwie Gründer, weil man dann auch eine gewisse Offenheit hat, einfach Perspektiven abzuholen. Und das ist aus meiner Sicht gerade im Bereich Digitalisierung, wo wir ja vieles in Frage stellen, vieles neu denken, vieles neu machen, total wichtig. Mhm. Denn die Frage danach, das habe ich jetzt auch gelesen, als ich mich vorbereitet habe, du hast mal gesagt, es kommen noch zu wenige innovative Lösungen beim Patienten an. Also das ganze Thema Digitalisierung und das ganze Thema Entwicklung von wirklich guten, innovativen Ideen ist ja letztendlich auch immer nur so gut wie die Menschen, die dabei sind, das auch umzusetzen. Wenn du jetzt sagst, es ist wichtig, aus unterschiedlichen Perspektiven auch Sachen zu betrachten, glaubst du, dass es auch eine hohe Aufklärung bedarf, bis viele Dinge beim Patienten ankommen? Ich glaube tatsächlich, die Sachen kommen beim Patienten nicht an, weil der Marktzugang im Gesundheitswesen so komplex ist. Mhm. Also gerade im Gesundheitswesen, das irgendwie erstattet wird. Also jetzt nicht der Selbstzahlermarkt, das ist natürlich einfacher, aber dann, wenn es wirklich um Krankheiten geht und wenn Menschen wirklich zu Patienten werden. Ich glaube jetzt nicht, dass das daran liegt, dass die Leute keine Services nutzen können oder wollen oder die nicht kennen, sondern wirklich, dass der Marktzugang bisher so schwierig war, weil nicht klar war, wie wird eigentlich dafür bezahlt. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch eine Perspektive, die man als Unternehmer im Gesundheitswesen wirklich verstehen muss, wie ist die Wertschöpfungskette, wer verdient wo an was, weil man natürlich nicht erwarten kann, dass so wie das System in Deutschland organisiert ist, wir haben sehr viele niedergelassene Ärzte, die auch wirtschaften müssen und natürlich auch bei angestellten Ärzten klare Zielvorgaben. Und es wird dann eben nur das geleistet, was auch im System abgebildet werden kann und erstattet wird. Das heißt, wenn ich meinetwegen, nehmen wir das Beispiel Diabetes Typ 2, also so eine klassische, chronische, weit verbreitete Lifestyle-Krankheit, da habe ich bei Welldo einige Apps mit meinem Team gebaut, zum Beispiel das TK-Diabetes-Tagebuch und solche Sachen. Also da gibt es ja auch jede Menge
Unterstützung, weil es eine Krankheit ist, die sich auch sehr gut eignet für digitale Produkte, weil es eine Datenmanagement-Krankheit ist letztendlich für den Patienten, kann man so sagen. Und jetzt ist es aber so, dass der Patient kriegt die Diagnose Diabetes Typ 2, kriegt die entsprechende Medikation beim Arzt und der Arzt sagt dann natürlich, oder die Ärztin nach Leitlinien, ja, sie sollten vielleicht ihre Ernährung, Bewegung, Entspannung etc., da sollten sie drauf achten. Vielleicht geht die Person noch zu einem Kurs. Aber die Übersetzung in den Alltag ist dann total schwierig. Und da wissen wir aus Studien, gerade bei der Literacy, also Health Literacy, das heißt was wie die Gesundheitskompetenz sozusagen, da teilt sich eigentlich die Gesellschaft in zwei Teile. Die 51% werden immer fähiger, die anderen 50% verstehen wirklich sehr wenig und haben sehr wenig Kompetenz, wissen auch nicht, wie sie Informationen bekommen können. Und da kann natürlich Digitalisierung helfen. Aber jemand muss den Patienten das eben nahe bringen. Und nehmen wir mal so eine Diabetes Typ 2 App, die vielleicht sich an Menschen richtet, die mit Informationen nicht so gut umgehen können. Da kann man ja viel machen mit Videos, mit Bildern. Also man muss die Leute nicht mit langen Texten quälen. Man kann das auf die Zielgruppe anpassen. Mhm. Aber es muss irgendwo im System die Übergabe stattfinden und auch ein Nachfassen. Das ist etwas, was ich von diesen ganzen Produkten gelernt habe, die ich sozusagen mit meinem Team oder in meiner Firma, die da entwickelt wurden. Es funktioniert nicht, irgendwas Digitales Leuten rüberzuschmeißen und zu sagen, so, das heilt jetzt oder hilft dir irgendwie, das funktioniert nicht, sondern es muss immer eingebettet sein. Und dafür muss es auch erstattet sein. Und deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass die Bestrebungen, die es jetzt halt gibt, Bundesgesundheitsministerium, das neue digitale Versorgungsgesetz, dass das dazu führt, dass die Patienten so etwas auch bekommen. Also, dass es an die herangetragen wird und dass es ihnen jemand verkauft, im Sinne von, sagen wir, kommunikativ überbringt, ja. Und das sehe ich auch als große Aufgabe bei medizinischem Fachpersonal und bei Ärztinnen und Ärzten, diese Themen zu übergeben. Weil Patienten, muss man auch sagen, wir haben ja in der Produktentwicklung immer sehr viel Fokusgruppen gemacht und das mache ich auch jetzt für Co-Creation mit Patientinnen und Patienten, wo man die quasi einlädt, die Zielgruppe einlädt, mit einem gemeinsam an etwas zu arbeiten. Und was ich da gelernt habe, ist, dass Ärztinnen und Ärzte und medizinisches Fachpersonal ein hohes Vertrauen genießen. Und wenn die sagen, bitte machen Sie das und wir melden uns in 2 Wochen und fragen nach Ihren Erfahrungen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass Leute das auch anwenden. Und ja. Ja. Wenn du noch was rede, kurzer Sinn. Ja, nee, total spannend. Diesen Ansatz finde ich deshalb so spannend, weil du gerade gesagt hast, wir müssen im Rahmen von Wirtschaftlichkeit, also gerade das Thema der niedergelassenen Ärzte, die ja natürlich eine Verantwortung für sich, für Personal und für Patienten haben, aber eben auch eine wirtschaftliche Verantwortung haben, trotzdem natürlich im Rahmen von Leitlinien beraten. Wenn jetzt aber die Digitalisierung nicht Teil dieser Leitlinien ist, beziehungsweise der Behandlungsmethodik ist und wie jetzt im digitalen Versorgungsgesetz ja eben möglich Apps ja tatsächlich verschrieben, in Anführungsstrichen verkauft werden können, also dem Patienten nahegebracht werden können und trotzdem eine Leistung für den Arzt hervorrufen, die ja abgerechnet werden kann. Erst dann macht es für den Arzt Sinn, das zu tun. Und das heißt ja auch, vorher konnten wir noch so viel entwickeln und konnte noch so viel da sein, aber es war vielleicht maximal mal eine Studie oder es war maximal mal in irgendeinem Versuch für den Patienten beziehungsweise für den Arzt interessant, weil es wirtschaftlich für ihn nicht interessant war. Wenn es jetzt soweit wäre, wäre das die Revolution durch dieses digitale Versorgungsgesetz in die Richtung Digitalisierung. Verstehe ich dich da richtig? Richtig. Wobei man noch eine Sache nicht vergessen sollte, ist die Rolle der Krankenkassen in Deutschland, die solche Services ja in der Vergangenheit mit Selektivverträgen quasi vergütet erstattet haben, aber meistens auch aus den Töpfen des Marketings, um sich zu positionieren als modern, digital, zielgruppenorientiert und halt diese auch für gesetzliche Versicherungen attraktive Zielgruppe, jung,
männlich, das ist ja ein bisschen so, zu erreichen. Das war jetzt in der Vergangenheit ein Vertriebskanal, aber ich würde da immer sagen, also Marketing ist nicht irgendwie das Key Asset. Also es ist dann digitale Versorgungsprodukte oder Apps oder so, die werden dann interessant, wenn sie wirklich richtig harte Themen lösen. Mhm. Und das heißt, bei Prävention unterstützen, bei Primär- oder Sekundärprävention oder eben in der Therapiebegleitung eingesetzt werden, vielleicht darüber telemedizinische Versorgungsleistungen abgewickelt werden. Also wenn es richtig an den Kern der Leistungen, die im Gesundheitswesen erbracht werden, geht, dann wird es eigentlich wirklich interessant. Mhm. Das, also ich kann das nur noch mal sagen, dieser Ansatz ist insofern total interessant und spannend, weil damit der Patient oder die Verbindung zum Patienten plötzlich eine ganz andere wird. Also nicht mehr die, also auch die Bindung des Patienten vielleicht zu dem, was er an Krankheit oder an Problemen mit sich bringt, wenn er die Möglichkeit plötzlich bekommt, von seinem Arzt oder von dem Fachpersonal, das ja Vertrauen, hast du gerade auch gesagt, ein hohes Vertrauen genießt beim Patienten, dieses verschrieben bekommt. Inwieweit ist das ein Thema, was auch mit Ethik zu tun hat? Also auch das ist ja ein Thema bei dir. Mhm. Du bist, habe ich gelesen, Sprecherin der AOK Nordost, ist richtig? Ja, Beirat für Digitalisierung und Ethik, genau. Und das ist, da kommen wir, das ist ja immer wieder ein Thema, gerade ist das Thema Digitalisierung und Ethik ein großes Thema. Und wenn ich das vor dem Hintergrund sehe, der Wirtschaftlichkeit dahinter, also bei Ethik sprechen wir ja immer über Sittenlehre, wie passen diese beiden Dinge zusammen oder passen die, ist das überhaupt kein Problem, weil letztendlich ein Medikament ist ja wie eine App oder beziehungsweise wie ein Hilfsmittel, was ich sowieso schon als Arzt verschrieben habe oder als Patient verschrieben bekomme. Ja, also ich glaube, bei dieser Ethik-Diskussion geht es natürlich häufig um das Thema Datensicherheit, Datenschutz. Was vermessen wir eigentlich an Menschen? Mir geht es beim Thema Ethik aber eben auch darum, Menschen etwas, also Innovation zur Verfügung zu stellen, die wirklich helfen kann. Auch das ist für mich eine ethische Frage, wenn wir Daten haben. Also das klassische Beispiel ist tatsächlich Wechselwirkungen von Medikamenten. Wir haben die Möglichkeit, das zentral zu erfassen und auch Patienten zu warnen, in dem Fall, wo sie sich irgendwie bei drei verschiedenen Ärzten Medikamente holen, die im schlimmsten Fall eine Wechselwirkung haben und zum Tode führen. Das ist ja nichts, was jetzt selten ist. Und dann haben wir auch aus meiner Sicht ethische Verpflichtung, dann Technologie zu nutzen, um wirklich Menschenleben zu retten. Deswegen ist das so eine Mehrperspektiven-Ethik, die aus meiner Sicht da reinspielt. Und grundsätzlich ist im Gesundheitswesen immer die Frage, darf man mit Gesundheit Geld verdienen? Das ist immer die Frage. Mhm. Also wir haben diese Diskussion oft auch ganz unterschwellig, also so wird sie vielleicht nicht offen geführt und das ist auch etwas, was man ja im Gesundheitswesen lernt. Es geht immer um Geld, aber das ist das Letzte, was erwähnt wird. Mhm. Also wenn man mit Stakeholdern aus dem Gesundheitswesen zusammensitzt, dann reden die als Letztes um Geld oder über Geld, Entschuldigung, und reden immer eigentlich eher darüber, wie sie Patienten helfen wollen. und deswegen ist diese ethische Thematik bei Digitalisierung im Gesundheitswesen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen zu betrachten. Und das versuchen wir halt in diesem Beirat bei der AOK da viele Perspektiven einzunehmen, um einfach so Debatten führen zu können, die im Alltag vielleicht keinen Platz haben. Mhm. Ist aber letztendlich ja natürlich für uns alle wichtig. Also Geld und eine hohe Wirtschaftlichkeit ist wichtig, finde ich immer eine gute oder eine Grundlage, um anderen zu helfen. Also vor dem Hintergrund zu sagen,
hilf dir erstmal selbst und dann kannst du anderen helfen. Also ich habe immer dieses Bild im Kopf, jetzt auch eine Übertragung, wenn im Flugzeug die Sauerstoffmasken runterfallen, ne, dann muss ich eben erst mir helfen und nicht erst allen anderen, dann, sonst hilft man, kann man mir hinterher nicht mehr helfen. Ne. Deshalb glaube ich, das ist ähnlich mit der Wirtschaftlichkeit und auch eben in der Medizin. Wenn es einem niedergelassenen Arzt gut geht, also gut im Sinne von, dass er sicher mit seinen Helferinnen, mit seinem Personal, mit seinen Mitarbeitern umgeht und auch verantwortungsvoll ist, dann spricht er nichts dagegen, dass er auch Geld verdient mit dem, was er da tut. Ne? Also ich glaube immer, die Frage danach, darf ich das? Ja, ich aus meiner Sicht ganz klar, wenn ich hier über den Arzt als Unternehmer spreche, dann ist das für mich immer ein ganz wichtiges Kriterium. Denn das ist im Grunde ja auch der Grund, warum viele nicht in die Niederlassung wollen, weil sie Angst haben vor dem Thema Wirtschaftlichkeit, weil sie es nie gelernt haben in dem Studium, wie werde ich darauf vorbereitet und was passiert dann tatsächlich. Ne? Also für mich jetzt nicht der Hauptgrund, aber mit einem Grund, warum immer weniger Mediziner in dieses Thema eigene Praxis wollen, weil sie eben Angst haben vor der Wirtschaftlichkeit oder damit einfach nicht umgehen können. Also für mich ist eben Unternehmer sein nicht nur Geld verdienen, sondern Unternehmer sein heißt eben vor allem, und du als Unternehmerin kannst das bestimmt bestätigen, zu steuern, zu lenken, von oben aus der Adlerperspektive zu schauen und zu gucken, wie kann ich Dinge gut für mein Unternehmen, für meine Mitarbeiter und für das, was ich machen will, auch steuern und lenken. Also und da guckt der Arzt eben nicht drauf, weil der Arzt arbeitet eher im Unternehmen als am Unternehmen Praxis. Ne? Und diese Perspektive mal zu wechseln und jetzt auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung, ja. Total spannend. Ja, ja, ich finde es interessant, dass du das sagst, weil ich mir da oft gar nicht so sicher bin. Weil ich halt, wie gesagt, wie ich eingangs schon gesagt hatte, denke, dass man sehr viele verschiedene Fähigkeiten und Perspektiven braucht, um Sachen wirklich zum Erfolg zu bringen, weil unsere Welt zunehmend komplexer wird und man kann eben nicht alles können. Das ist, also es gibt wenige Menschen, die aus meiner Sicht diese eierlegende Wollmilchsau repräsentieren, ja, ein guter Arzt oder gute Ärztin zu sein, guter Unternehmer, guter Personalführer, Innovator. Also das ist, glaube ich, auch was wir in unserem System haben. Ja, diese Einzelunternehmerärzte ist etwas sehr Herausforderndes. Mhm. Und es wird auch immer komplexer, auch durch die Digitalisierung. Also ne, diese Sache, dass man irgendwie eine Arztpraxis aufmacht und dann läuft das irgendwie 30 Jahre so, wie das immer gelaufen ist, das ist ja nicht mehr so. Genau. Und das ist auch eine Frage, die ich mir stelle. Wird dieses System so Bestand haben können, wo wir viele verschiedene Fachärzte haben, die an unterschiedlichsten Orten sitzen und ich als Patient eigentlich so von der Patient Journey Schwierigkeiten habe, überhaupt erstmal zu der richtigen Fachperson zu kommen? Oder haben wir eine Zeit vor uns, wo wir viel mehr medizinische Versorgungszentren sehen, die vielleicht etwas einfacher machen, eine Qualitätssicherung zu machen, eine Professionalisierung zu schaffen und auch besseren Zugang zum System, was ja bedeutet, dass ja die Patienten nicht mehr so von Facharzt rennen, bis dann irgendwann der Richtige mal dabei ist, ja, bei einer komplexeren Sache. Das ist eine Frage, die ich mir für mich noch nicht beantwortet habe. Gibt es eine Tendenz für dich, also wo du sagen würdest, das würde ich mir wünschen, aus, jetzt vielleicht aus Patientensicht, noch nicht mal so viel als Sicht einer Expertin im innovativen Bereich? Ja, also aus was ich in Deutschland spannend finde, sind die Ansätze von zertifizierten Zentren in bestimmten Fachbereichen. Also wo es dann so ein Zusammenspiel gibt zwischen Fachärzten, teilweise ja, fachausgebildeten medizinischen Fachpersonal, also Krankenschwestern, Krankenpflegern, die noch besondere ja, spezifische Ausbildung haben. Beispiel ist Onkologie, so ganz klassisch, und in der Kardiologie haben wir im Moment auch diese Diskussion, ob wir da zertifizierte Zentren brauchen.
Und dann teilweise auch noch Psychologen, die da mit dabei sind und eben auf ein Fachgebiet ausgerichtet sind. Und wir halt eine Zertifizierung haben und so eine Qualitätssicherung auch sichergestellt werden kann. Solche Ansätze finde ich sehr interessant, weil ich natürlich zum einen aus der Nutzerperspektive, also aus der Patientenperspektive denke, aber auch aus der Nutzerperspektive heißt Personal. Und was ist jetzt für mich, ich habe schon Teams verschiedener Größe geführt, und was für mich immer ganz klar ist, für mich macht es keinen Sinn, Leute zu irgendetwas zu bringen, was die nicht gut können. Das ist totale Energieverschwendung. Die Sachen, die uns liegen als Menschen und die in unserer Persönlichkeit irgendwie drin sind, die machen wir mit links total gerne und mit wenig Energieaufwand. Die Sachen, die wir nicht können, die kosten einfach sehr viel Energie. Und deswegen glaube ich, dass wir da hinkommen werden, dass wir dass wir Arztzentren in so einer bestimmten Größe sehen werden, wo es dann eben auch Sinn macht, vielleicht eine Person zentral zu haben, die sich um Prozesse, Abläufe, Wirtschaftlichkeit kümmert, eine Person zu haben, die sich um Innovation kümmert, darum, dass man wirklich vorne dran bleibt und die Entwicklung auch aufnimmt. Und so kann man das eben auf mehrere Köpfe verteilen. Und das erscheint mir etwas logischer, als sozusagen all diese Aufgaben auf diese eine Person zu kippen, die auch, muss man auch sagen, in dem Arztbild in der Vergangenheit, das ist ja auch nicht mehr so, auch diese große Bürde zu tragen hatte, dass ein Arzt oder eine Ärztin keine Fehler macht. Mhm. Also sowohl nicht in der Diagnose, in der Auswahl der Therapie, in der Behandlung, als auch sonst nicht. Das ist ja so ein Selbstbild, was da vermittelt wird. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Bürde, wenn man sich das überlegt. Und ich glaube, die führt auch ein bisschen dazu, dass dann die Ärzte in der Vergangenheit gesagt haben, geh mir weg mit Digitalisierung. Mhm. Das ist irgendwie nicht mein Thema. Und um das wirklich zu verstehen, in der Qualität, in der ich das müsste, um das empfehlen zu können, müsste ich mich da so einarbeiten, da habe ich gar keine Zeit für, weil ich sitze hier mit einer wahnsinnigen Taktung halt in meiner Praxis. Macht auch keinen großen Unterschied, ob es jetzt privat, ärztlich oder gesetzlich ist. Es ist einfach immer hohe Anforderungen. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Thema, Digitalisierung ist nur ein kleines Thema von einer großen Veränderung, inmitten derer wir uns gerade befinden. Auf jeden Fall. Ich glaube, du sprichst sehr vielen Medizinern, die das hier hören, aus der Seele, weil ich glaube, dieses Thema Fehlerkultur und die Fehlervermeidung hat in der Zukunft, in der Vergangenheit ganz, ganz viel Zeit beziehungsweise den Arzt ganz viel geprägt darüber, wie du es gerade auch beschrieben hast. Und das Thema digitale Themen würde ja bedeuten, ich muss mich mit diesen Themen so gut beschäftigen, dass ich wieder keine Fehler mache. Und da deshalb scheuen vielleicht viele diesen Weg in diese Thematik. Und ich bin auch total bei dir, dass jeder nicht alles können muss und jeder nicht perfekt sein muss in dem, was er macht. Ich glaube, dass diese Zentren, wie du sie gerade beschrieben hast, auch dazu beitragen können, dass eben Aufgaben verteilt werden und dass Dinge miteinander kombiniert werden. Deshalb erleben wir auch immer mehr die Zusammenschlüsse jetzt nicht nur in Gemeinschaften oder in Berufsausübungsgemeinschaften, medizinischen Versorgungszentren, sondern eben auch der Zusammenschluss im ambulanten Bereich von Ärztenetzen und so weiter. Also ich glaube, das macht Sinn. Glaubst du denn, dass es auch Sinn macht, in der Zukunft sektorenübergreifend zu arbeiten, also ambulant, stationär und vielleicht auch Pflege in irgendeiner Form zusammenzuführen? Ja, für mich ist das ein totaler No-Brainer, dass das passieren muss und passieren wird. Auch aufgrund der Versorgungslage, die wir halt haben. Also ich war jetzt letzte Woche auf dem BMC-Kongress. Da hat der Professor Amelung irgendwie eingeführt und hat die These aufgestellt, dass bevor uns das Geld ausgeht im Gesundheitswesen, geht uns das Personal aus. Ja. Das fand ich ganz, ganz interessant, weil ich halt auch viele Ärzte kenne, die angefangen haben, als Arzt oder Ärztin zu arbeiten, dann nach dem Studium und dann gesagt haben, okay, ich gehe in ein Unternehmen, das ist mir alles zu krass irgendwie, das will ich nicht machen.
Und ich glaube, wir müssen Antworten finden. Und eine Sache ist einfach bessere Steuerung. Mhm. Und also bessere Steuerung. Ich glaube, wir können in Deutschland dann einen neuen Weg entwickeln, weil ich fand es immer so interessant, wenn man so Rankings anguckt, welches Gesundheitswesen das effizienteste ist, dann kommt da irgendwie immer UK ganz vorne, hat aber auch mit das schlechteste Outcome. Und das will ja auch keiner. Ja, genau. Also super Effizienz, aber super schlechtes Outcome, weil das System zum Beispiel persönliche Beziehungen zwischen Arzt-Patient oder Medizinfachpersonal-Patient total verhindert, was aber Leuten voll viel bringt. Also und die Patienten können zum Teil ja gar nicht beantworten, war die Qualität jetzt gut, sondern die wissen, wie haben sie sich gefühlt, als sie aus dem Arztgespräch eben rausgegangen sind. Und ich glaube, dass wir die Chance haben, in Deutschland, gerade weil wir so nicht so der Early Mover sind, sondern weil hier so vieles hinterherhinkt, uns jetzt halt die internationalen Entwicklungen anzugucken und dann so das Beste da rauszupicken. Und dazu gehört halt auch, dass man in Patient Journeys denkt, also dass man im Prozess denkt, was passiert bei einer bestimmten Krankheit oder meinetwegen, ja, was passiert, wenn ich als Patient jetzt erkranke? Wie ist so eine Patient Journey für mich? Und für mich ist es total logisch, dass ich in der Zukunft nicht mehr wegen nicht so schlimmen, super akuten Symptomen, ja, telemedizinische Leistung in Anspruch nehme und diese telemedizinische Beratung mir dann hilft, vielleicht einzuschätzen, ob es Sinn macht, überhaupt eine ambulante, ja, Versorgungseinrichtung zu gehen. Mhm. Und dann von dort aus im Prinzip aus der Patientenperspektive alles weiter gesteuert wird. Ich mache ja auch einen Podcast, weißt du ja, Visionäre der Gesundheit. Genau, wäre ich gleich noch drauf eingegangen, aber schön, dass du es nochmal sagst jetzt. Genau. Genau, und ich hatte tatsächlich letzte Woche den Professor Werner aus Essen, den ich super finde. Ja, der ist auch schon hier bei uns im Podcast. Ja, ja, okay. Der ist echt cool und er hat ja dieses Patientenerleben-Institut gegründet, ja, und guckt halt konsequent alle Prozesse und alles bei sich aus Patientenperspektive und Patient Journey. Also Patient Journey bedeutet, man guckt sich quasi so den Weg an, den jemand beschreitet und die einzelnen Stationen, Kontaktpunkte und so weiter, was da passiert, was da schief laufen kann, was da gut laufen kann und so, und baut sich wie so eine, ja, wie so eine Dramaturgie eigentlich, ne, auf. Mhm. Und das macht er halt konsequent und ich glaube, wenn wir halt anfangen im Gesundheitswesen so zu denken und auch so die Sachen auszurichten, dann wird sich halt sehr, sehr viel verändern. Mhm. Und wenn ich noch eine Sache abschließend sagen kann, ich glaube, das ist in der Vergangenheit nicht passiert, weil dieses System, ja, ist ja kein freier Markt. Das heißt, es ist alles reguliert. Mhm. Und als Arzt kennt man das. Es gibt ein Gesetz, in dem Gesetz wird ein Satz verändert. Und es kommen jedes Jahr 20.000 Euro Einnahmen dazu oder es fallen jedes Jahr 20.000 Euro Einnahmen weg. Mhm. So funktioniert das Gesundheitssystem. Und deswegen ist es nun mal eben auch so, dass es sehr viele Stakeholder im System gibt, die auf dem, wie das System aufgesetzt ist, ein Business Case gebaut haben und die ein Interesse daran haben, dass sich das eben nicht verändert. Mhm. Und deswegen gibt es natürlich auch viele Kräfte, die dagegen wirken, dass wir konsequent aus Anwendersicht denken. Ne? Und ja, und ich denke, das wird sich nur verändern, dadurch, dass wir Druck kriegen, über Kosten, über Personalmangel, und das passiert ja jetzt halt gerade. Von daher, ich sehe halt diese Veränderung zwangsläufig. Ich glaube, es gibt gar keine Möglichkeit, dass diese Veränderung, dass quasi alles zusammenwächst und aus einer effizienten Patienten- oder Anwendersicht gedacht und umgesetzt wird. Da gibt es gar keinen Weg drumherum. Also du meinst, es ist mehr schmerzorientiert, wie wir uns bewegen, als denn Freude oder Lust orientiert, weil wir könnten ja den Schmerz auch vermeiden, aber ich glaube, wir brauchen den Schmerz, damit wir uns entwickeln, gerade in der Gesundheitsmedizin. Und mit dem Beispiel, dass nur ein Satz verändert werden muss und 20.000 Euro fehlen, da triffst du es
wirklich auf den Punkt, weil ich glaube, das ist die größte Sorge von allen. Und wenn wir dann jetzt nochmal einmal kurz Professor Werner bemühen dürfen mit dem Smart Hospital in Essen, mit dem, was die machen, mit all dem, was dazugehört, mit dem, was du gerade beschrieben hast, also mit der Fürsorge für die Patienten, mit dem Smart Hospital, also mit dem Krankenhaus ohne Mauern. Und die Mitarbeiter. Genau, und natürlich auch noch das Thema, genau, wie handle ich, also der hat ja jetzt gerade kein Mitarbeiterproblem, weil alle dahin wollen, weil dieses Krankenhaus so gut geführt ist, dass alle sagen, das ist das, wo ich arbeiten will. Sie so eine Institution, eine Digitalisierungsbeauftragte zu haben, mit der Anke Diehl, die ja wirklich einen super Job macht und die genau diese Schnittstelle bildet zwischen den Bereichen, also Patient, Mediziner und Krankenhaus und auch noch Ambulanz und eben einem Prozess, der sonst gar nicht vernünftig beschrieben werden kann. Also das ist sicherlich ein Leuchtturm, finde ich. Also nicht nur der Mensch, Professor Werner, sondern eben auch das Projekt, was Sie da betreiben, was außergewöhnlich ist. Aber ich glaube, dass es diese braucht, damit man eben sieht, dass es funktioniert. Ne? Eine Sache noch mal zum Thema Regulatorik und zum Thema Leitlinie. Ich habe einen interessanten Podcast jetzt von euch gehört. Also nochmal, ihr beiden, also du mit der Larissa Middendorf, macht den Podcast Visionäre der Gesundheit, also auch sehr hörenswert. Wir machen mal alle Verlinkungen auch in die Shownotes, sodass alle dann auch den Podcast abonnieren können, der wirklich tolle Themen aufweist. Also ich habe nicht nur den gehört, ich habe auch den gehört mit den beiden Chefärztinnen, die sich einen Chefarztposition teilen, auch wirklich ganz, ganz toll und innovativ, wie diese beiden Frauen auch denken und diese Abteilung da voranbringen. Aber der Podcast zum Thema Epigenetik, der war auch sehr spannend, weil da ein Satz gefallen ist oder vielleicht sogar mehrere Sätze, die mich haben aufhorchen lassen. Ein Thema, was jetzt noch nicht in den Leitlinien auftaucht, aber vielleicht dazu führt, dass sich Leitlinien auch verändern können, also in der Zukunft anders gedacht werden muss, weil das, was jetzt an Innovationen entsteht oder was da ist, noch gar nicht umgesetzt werden kann, aber die Ergebnisse, die Studien ergeben, die Wissenschaft herausfindet, so positiv sind, dass wir eigentlich anders behandeln müssten in der Zukunft, nämlich eher präventiv, als dass wir es im Augenblick tun. Und das sind ja so Gedanken, die das Gesundheitssystem ja aufhorchen lassen müssen, weil dieses Thema wirklich eine bedarfsgerechte Patientenversorgung, nicht nur bezogen auf die präventiven Maßnahmen, sondern auch auf die Entwicklung von Medikamenten und so weiter, das steht uns ja allen noch bevor. Ja, klar. Ja, klar. Und das ist jetzt nicht nur das Thema Epigenetik und wie. Als Beispiel, genau. Als Beispiel, aber es ist zum Beispiel auch das große Thema personalisierte Medizin. Genau. Da haben wir, das ist ein Thema, mit dem ich mich gerade auch aus unternehmerischer Perspektive sehr intensiv beschäftige. Und da haben wir natürlich nochmal ganz andere Veränderungen vor uns, weil die Prozesskette, wie sie heute funktioniert, Pharma macht Research und Development, dann mit einer Clinical Research Organization 10 Jahre Studien, dann 3 Milliarden später wird das Medikament irgendwie auf den Markt gebracht und auf eine Populationsgruppe gekippt. Das verändert sich ja gerade. Das heißt, wir kommen irgendwie dahin, dass wir hochpersonalisierte Produkte haben für Patienten mit einem Orphan Disease, die dann auf einmal 3 Millionen Euro kosten, weil die ganze Regulatorik da nicht ausgerichtet ist, dass man das wirtschaftlich vernünftig, das wirtschaftlich vernünftig. Die Nachrichten müssen auch gelingen, ja. abbilden kann. Und das ist auch noch eine große Veränderung. Was ich aber im Moment in Deutschland beobachte, und das hat viel mit dem Bundesgesundheitsministerium zu tun und was da gerade passiert, ist, dass sich die Diskussion voll verschiebt. Also von dies geht nicht, das geht nicht, hier sind wir hinterher, oh, ich würde ja so gerne, aber keiner bezahlt es mir, hin zu, jetzt gibt es diese Gesetze, was machen wir denn jetzt? Und auf einmal richtet sich die Perspektive so nach vorne aus, was mir immer am meisten Spaß macht, weil ich finde das irgendwie total cool. Deswegen bin ich auch so gerne unternehmerisch tätig, weil das die Chance gibt, was zu kreieren, was zu gestalten. Und das geht ja halt nur, wenn man irgendwie nach vorne blickt und sich überlegt, was ist eigentlich meine Vision. Das machen wir übrigens auch im Beirat von der AOK Nordost viel, dass wir halt diskutieren, was wollen wir denn eigentlich für eine Gesellschaft haben? Wie wollen wir denn, dass Gesundheit in der Zukunft gelebt wird, vergütet wird, etc.? Und dazu gehört zum Beispiel auch die Frage, wenn wir das ganze Thema Prävention, Lebensstil und so angucken,
Das ist jetzt was, was wir da nicht diskutieren, aber es ist eine Frage, die ich mir stelle. Wird unser System in Zukunft viel Geld ausgeben für Menschen, die keinen Versuch unternehmen, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen? Ja. Ja? Und anzupassen und die sozusagen Diagnose nach Diagnose kriegen, aber trotzdem weiter Kette rauchen. Also ganz böse gesagt, ja, und jeden Tag Schnitzel mit Pommes essen. Das sind halt alles Fragen, die werden irgendwann auftreten. Und da müssen wir als Gesellschaft auch eine Debatte drüber führen, glaube ich. Also das heißt, das ganze Thema Digitalisierung ist wirklich so tiefgreifend und wird erfordern, dass wir uns selbst neu definieren. Also sowohl als Patient, was bedeutet es, Patient zu sein? Was ist meine Verantwortung als Patient? Welche Kompetenz brauche ich als Patient? Als auch auf der Seite der Leistungserbringer sozusagen. Was ist eigentlich ein guter Arzt, eine gute Ärztin? Was ist eigentlich die Rolle von medizinischem Fachpersonal? Ich glaube, zum Beispiel auch auf der Arztseite, also du siehst schon, dieses Thema begeistert mich, weil ich habe so viel im Kopf dazu, aber ich sehe halt in der Digitalisierung eine riesige Chance, zu einer Rehumanisierung zu kommen, weg von diesem ich sitze vor den Leitlinien, arbeite die eigentlich nur ab, ja, habe dann vielleicht noch im Kopf bei den 120 Versicherungen, die es gibt, wer da was irgendwie erstattet, ja, und habe, gehe eigentlich die ganze Zeit nur so durch so einen Katalog, ja, im Kopf und habe dann gar keine geistigen Kapazitäten mehr für irgendwie gute Kommunikation und so, was ja irgendwie ein Key Asset ist. Also die Patienten, die merken sich jetzt nicht unbedingt die Qualität, die merken sich den Service und das Gefühl, was sie hatten. Und ich glaube, da ist Digitalisierung auch eine Riesenchance, weil es auch im ärztlichen Alltag sehr viel abnehmen kann. Anamnesen können digital unterstützt werden. Es kann eine diagnostische Vorauswahl sozusagen getroffen werden. Und das, was dann die Rolle der Ärzte zukünftig ist, und da bin ich fest von überzeugt, ist wirklich diese kommunikative Übersetzung zu leisten. Und ich glaube, da kommen wir halt langsam hin. Natürlich ist es einerseits, um jetzt die Klammer nochmal zu machen, ein bisschen angstgetrieben. Veränderung passiert einfach nur durch Schmerz. Das ist irgendwie in den meisten Fällen so. Aber die Diskussion gewinnt jetzt auch eine visionäre Qualität aus meiner Sicht, weil wir uns jetzt ja fragen, oh, was ist denn dann alles möglich? Nachdem der erste Schock überwunden ist. Und das finde ich super und das macht mir halt großen Spaß, weil ja, jeder, der sich im Gesundheitswesen bewegt, das weißt du ja selber, kann dir 100 Sachen nennen, die irgendwie scheiße laufen und die man verbessern muss. Absolut. Ich finde das herrlich, was du gerade gesagt hast. Ich würde das eigentlich genauso stehen lassen, wenn das jetzt hier, aber das wäre mir zu früh. Aber die Möglichkeit, dass die Digitalisierung eine Chance für die Humanisierung bedeutet, ist einfach riesig. Und ich glaube, da bist du Gott sei Dank nicht alleine mit dieser Meinung, die muss nur mehr raus. Also die muss in die Öffentlichkeit kommen, beziehungsweise die müssen die Ärzte auch annehmen. Also ich glaube nicht nur, dass Ärzte noch da sein müssen, um haftungstechnisch die Diagnose einer Maschine zu bestätigen. Das ist, glaube ich, weit, weit weg von dem, sondern ich glaube tatsächlich, dass wir eine Riesenchance haben. Ich beschreibe das vielleicht ein bisschen einfacher, indem ich immer sage, wenn die Digitalisierung auch in der Praxis dazu führt, dass ich den Moment mehr Zeit für den Patienten habe, der dann, ich sag mal, mit Hand auf die Schulter oder Hand nehmen und in die Augen gucken und sagen, wir kriegen das zusammen hin, dann ist die Heilung in dem Moment ja schon passiert, beziehungsweise beginnt in dem Moment und der Patient hat Zuversicht und durch die Nähe und durch die Empathie mit dem Menschen passiert ja schon ganz, ganz viel in dieser Zeit. Und ich glaube, wenn wir das schaffen über die Digitalisierung oder mit der Digitalisierung zusammen, dann haben wir eine ganz, ganz große Hürde genommen, die eben auch von Angst geprägt ist im Augenblick noch. Ja, genau. Und ich glaube halt, dass es nicht nur die Zeit ist, weil die Zeit für 3 warme Worte ist ja da. Also die Zeit für 3 warme Worte beim Hallo sagen, beim Rausgehen, die wäre immer da. Ich glaube, es ist einfach auch diese Kapazität überhaupt zu bekommen und den Fokus darauf zu setzen, weil
Ich muss sagen, ich habe auch einige Freunde, die als Ärztinnen und Ärzte arbeiten. Und was die so, also was die so, ich weiß nicht, irgendwie so das medizinische Personal, egal ob Ärzte oder Krankenschwestern, Krankenpfleger etc., sind für mich echt so oft die Paketdienstleister des Gesundheitssystems. Ja, es ist eine total krasse Akkord-Knochenarbeit. Mhm. Und aus meiner Sicht braucht es nicht nur die Zeit, also ich glaube, die Zeit wäre da, sondern einfach ein anderes Selbstverständnis. Mhm. Und da haben wir die Chance, glaube ich, ein bisschen Aufmerksamkeit von dieser rein fachlichen Thematik runterzunehmen auf das Zwischenmenschliche über Digitalisierung, weil, seien wir ganz ehrlich, also am neuesten Stand der Forschung kann ja heute sowieso niemand mehr sein, weil es so viel Input gibt, so viel Forschung gibt, dass wir da einfach digitale Hilfsmittel brauchen werden müssen, die müssen kommen. Mhm. Und, ich glaube, ich weiß nicht, ob du das Interview zum Beispiel mit Ada gehört hast, mit Daniel von Ada, das ist ja so eine App, die machen eine Diagnoseunterstützung. Und wenn man sich halt da mal anguckt, dass die ja wirklich so Stiftungsgelder erhalten haben, um das in alle möglichen afrikanischen Sprachen zu übersetzen, dann kann man da schon sehen, wie sich ein Gesundheitswesen aufbaut from scratch, was eigentlich nicht so richtig vorhanden ist, mit digitalen Methoden und eine Qualitätsverbesserung erreicht. Und das finde ich zum Beispiel auch absolut interessant. Ja, ich habe den Martin Hirschreister, glaube ich. Ne? Ja, genau. Auch gehört schon auf einem anderen Vortrag, wo er auch über dieses Thema gesprochen hat, welche Möglichkeiten Ada, also die App bietet und Ada Health da zur Verfügung stellt, weltweit mittlerweile, und welche Rückschlüsse da gezogen werden können, auch für präventive Maßnahmen. Ne? Also schon ganz toll. Bevor wir gleich zur Q&A so zum Schluss kommen, kurze Frage, kurze Antwort, beziehungsweise zu dem, was wir zum Schluss immer dann durchführen, habe ich noch eine Frage. Dieses Thema, wie schaffen wir es, den Patienten besser in das Thema digitale Gesundheit, Digital Health einzubeziehen? Ist das das, was wir im Grunde jetzt, wenn wir es zusammenfassend sagen können, mit dem, was du jetzt gerade auch gesagt hast, schaffen müssen? An den Patienten, also wir im Sinne von alle die am System beteiligt sind? Ja, genau. Und das, aber ich meine, ich sehe da ehrlich gesagt nicht so das große Problem, weil selbst irgendwie Meditations-Apps und Fitness-Apps und solche Sachen haben mittlerweile riesig große Reichweite. Mhm. Ich glaube, wir brauchen einfach nur ein anderes Packaging. Das heißt, bestimmte Apps müssen einfach Patienten standardmäßig auch übergeben werden, es muss nachgefasst werden. Und ich bin da total zuversichtlich, dass das von Anbieterseite, also diese Prozesse jetzt entwickelt werden. Ne, weil wir haben jetzt das digitale Versorgungsgesetz, wir haben jetzt auch in Deutschland die Situation, dass wir viel Risikokapital haben, was in den Markt geht. Das heißt, wir haben gut finanzierte Startups im Gesundheitsbereich. Da sind auch Leute, die das machen, die selber aus dem medizinischen Bereich kommen. Da sind, was man nicht mehr erlebt, was vor 5, 6 Jahren normal war, dass Leute, ich habe hier so eine tolle App, wie finanziert man denn das? Oder wie ist denn der Anwendung, zwar überhaupt keine Ahnung hatten. Das ist mittlerweile nicht mehr so, sondern die Anbieter von Produkten, die setzen sich wirklich schon inhaltlich mit da auseinander, wie funktioniert das System, wie kommt das da rein? Und verstehen eben auch Nutzerperspektive. Ich glaube nur, dass wir da noch regulatorische Herausforderungen haben, weil um wirklich gute anwenderorientierte Software zu machen, muss man Nutzerdaten tracken. Also wenn da jedes Mal, weil irgendjemand ein Plugin meinetwegen von Facebook einbindet, was nur anonymisierte Daten überträgt, wenn es da jedes Mal einen riesen Shitstorm gibt, dann weiß ich auch nicht, verstehe ich einfach nicht, was das soll. Mhm. Weil da werden Themen aufgebauscht, die aus meiner Sicht nicht wirklich problematisch sind. Ich glaube, das ist noch so ein Thema. Aber ich denke, da wird jetzt einfach auf Anbieterseite sehr viel passieren.
Aber auch da wahrscheinlich immer wieder viel Unwissenheit dahinter, ne? Und Unwissenheit löst eben oft Angst aus und deshalb kommen diese Diskussionen wahrscheinlich auch immer wieder auf. Inga, ich würde ganz gerne zum Schluss mit dir eine kurze Frage, kurze Antwortrunde noch machen. Und ja, ich starte einfach mal. Ne? Die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Ich glaube, dass wir, oder ich hoffe, dass wir zu einer Ganzheitlichkeit kommen werden, die getrieben ist durch Digitalisierung, durch immer mehr Daten, die wir zur Verfügung haben, die den Patienten in den Mittelpunkt stellt und wo wir auch Zusammenhänge besser bearbeiten zwischen Lebensstilfaktoren und Gesundheitsthemen von individuellen Personen und eben nicht mehr, ja, und eben dahin kommen, dass wir ein System ausarbeiten, was den Patienten sozusagen in den Mittelpunkt stellt, ganzheitlich. Das würde ich mir wünschen, was durch Digitalisierung entstehen sollte. Welche Eigenschaft sollte aus deiner Sicht der Arzt, die Ärztin als Unternehmer, als Unternehmerin haben? Also das Erste ist aus meiner Sicht ein gutes Verständnis dafür, was für Kompetenzen in der eigenen Person nicht vorhanden sind. Mhm. Das ist irgendwie das Key Asset, was man, glaube ich, als Unternehmer braucht, weil man muss es ja irgendwie schaffen, ganz viele verschiedene Themen irgendwie zusammenzubringen und zu einem guten Ganzen zusammenzusetzen. Das geht nur, wenn man auch wirklich weiß, wo man sich Hilfe und externe Unterstützung reinholen muss. Mhm. Das ist wichtig. Das Zweite, aus meiner Sicht, ist eine klare Vision, was man erreichen möchte. Das ist nie schlecht, wenn man das als Unternehmer definiert. Das kann sein, ich will eine 4-Tage-Woche und maximales Ergebnis bei minimalem Einsatz. Das kann sein, ich will als Unternehmer irgendwie eine Praxis zum Beispiel genauso aufstellen, wie ich mir Gesundheitsversorgung vorstelle und suche mir Mittel und Wege, meine Themen da unterzubringen und biete, was weiß ich, Selbstzahlerleistung an oder sonst was. Also man braucht eine klare Vision. Und das Dritte ist aus meiner Sicht die Fähigkeit, Dinge zu verlernen, weil um unternehmerisch erfolgreich zu sein, muss man, glaube ich, viel Veränderung vollziehen und zwar fortlaufend. Und das bedeutet auch, dass man bereit sein muss, Dinge ja vielleicht zu vergessen, wie man sie in der Vergangenheit gemacht hat. Und ja, das zeichnet für mich, also da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Ja, aber, ja, klar. Ne, aber das, schön. Das mit dem Vergessen das oder Verlernen, das ist sehr gut, ja. Mal was anders machen. Gibt es ein Buch oder einen Film, das dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat, das du empfehlen kannst? Jede Menge. das hat wahrscheinlich jeder gelesen, Homo Sapiens und Homo Deus von Harari. Noah Harari oder so wie er heißt. Das fand ich total spannend. Da geht es im Prinzip um die Geschichte der Menschheit und um eigentlich die Zukunft der Menschheit und um die halb digitalisierten Wesen, die wir ja gerade schon sind und die künstliche Intelligenz, genau, in der wir münden werden. Das fand ich total mitreißend. Nicht, weil ich alles unterschreiben würde, was der sagt, sondern weil ich das Buch zugeklappt habe und gedacht habe, okay, wir brauchen echt eine Vision, wie wir als Gesellschaft in der Zukunft leben wollen. Wir stehen in Zeiten so großer Umbrüche, wir haben einen Klimawandel, wir haben irgendwie den Kapitalismus, der nicht mehr so richtig gut läuft, also wo wir auch irgendwie alle wissen, irgendwann wird es da eine Veränderung geben und im Gesundheitswesen, ja, bildet sich das auch alles ab und ich denke, das wäre eine konstruktive Herangehensweise, sich wirklich zu überlegen, ja, wie wollen wir eigentlich zukünftig leben? Und das hat dieses Buch da zum Beispiel bei mir ausgelöst. Sehr schön.
Inga, ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du Zeit hattest heute Morgen, um mir hier im Podcast ein paar Fragen zu beantworten. Es war einer der innovativsten Podcasts, die ich bis jetzt gehabt habe. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit, dass du dabei gewesen bist. Für alle die, die heute ebenfalls dabei waren, zugehört und zugeschaut haben, schön, dass ihr dabei wart. Denkt immer dran, eine Bewertung abzugeben bei iTunes oder YouTube oder wo immer ihr auch den Podcast hört. Ist immer wichtig, damit wir wissen, ob wir hier einen guten Job machen, beziehungsweise vielleicht auch mal ein paar Kommentare abgeben, was wir ändern können. Also aus meiner Sicht, bleibt alle unternehmerisch. Und Inga, ich würde dich um das Abschlusswort hier im Business Talk Podcast bitten. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich würde zu dem bleibt unternehmerisch noch bleibt oder konstruktiv hinzufügen, weil ich glaube, das ist etwas, was einfach viel mehr Spaß macht, als sich zu überlegen, was früher alles besser war. Sehr schön. Ich danke dir. Schöne Woche. Tschüss. Gerne.